Die SV650, eine fahrende Legende, und ich darf sie heute das allererste Mal bewegen. Und vor allem, wir haben auch ein komplettes Umbaukit von Suzuki, die SV Classic. Los geht's! Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und heute wirklich was Besonderes. SV650, über 3000 Mal verkauft worden seit 1999 in Österreich. Und Suzuki Austria hat jetzt ein komplettes Umbaukit gemacht. Eine Sonderserie, die SV Classic. Aber bevor wir darüber sprechen, hüpfen wir erstmal ins Fahren. Alter Schwede, mir fritzt alles ab. Wir haben gefühlt 3 Grad draußen. In der Realität sind es, glaube ich, 6. Und holy crap, es ist so kalt. Es ist so kalt. Gerade trotzdem wollte ich unbedingt mit der SV650 ein paar Meter gefahren sein. Ich bin das Motorrad noch nie in meinem Leben gefahren. Dementsprechend hat mich so interessiert, was das Moped kann. Ich muss ja sagen, der 90 Grad V-Twin mit seinen 73 PS und 64 Newtonmeter ist zwar nicht das ultimativ leistungsstärkste, aber es ist der letzte 90 Grad V-Twin, den es überhaupt im A2 Segment gibt, und es ist definitiv das Motorrad mit dem emotionalsten Motorsound. Das kann man definitiv hier von den paar Metern, die ich jetzt gefahren bin, schon sagen. Es wird noch mal ein großes Testvideo zur SV geben im Laufe des Jahres, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, aber bei dem Sound verzeiht man ihr auch dann, dass sie oben raus ein bisschen mehr Leistung haben könnte. Dafür ist sie halt voll A2 tauglich für euch. Was man auch gleich auf den ersten Metern merkt, ist, die Geometrien sind nahezu perfekt für meine Größe. 1,80, 1,83, das ist super komfortabel. Ich sitze leicht nach vorne, leicht über dem Vorderrad, sehr neutral im Fahrverhalten und unglaublich agil. Die fällt einfach in die Kurve rein, da musst du nichts machen, das macht die alles von alleine mit einer unglaublichen Sicherheit. Vielleicht spielt da auch der Bridgestone-Reifen sehr stark mit rein, aber holy crap, bei den Temperaturen so eine Agilität und so ein Sicherheitsgefühl von den ersten 3 Metern. Also ich bin hier gefühlt vom Büro 2 Meter weggefahren und dachte mir so, jetzt muss ich zum Reden anfangen, weil es auf jeden Fall ein spannendes Thema ist. Klar ist aber auch, die Gabel ist null einstellbar, ist eine klassische Teleskopgabel. Es ist jetzt nichts fancy-dancyes verbaut, was am Datenblatt irgendwie welche Preise abreißen würde oder super modern ist, aber das Packaging, in das hier abgestimmt wurde und auf das abgestimmt wurde, das ist wirklich phänomenal. Also das merkt man hier bei den kälten Temperaturen. Ich bin gespannt, wie es im sportlichen Fahren ist. Das werden wir dann im Sommer uns anschauen, wenn es ein bisschen wärmer ist endlich und nicht immer noch 3 Grad hat, aber zumindest ist schon mal die Sonne da. Ah, der Sound. Oh. Herrlich. Also ich liebe diesen Sound. Der ist echt. Sorry, ich sollte nicht zu laut aufdrehen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Tü. Anyway, der Sound ist richtig geil. Das macht durchaus Fun. Und man merkt auch, wenn ich jetzt hier so ein bisschen durch diese kleineren Geschichten fahre, unten raus zieht es schon ordentlich. Es ist schön direkt am Gas, kein Verzug, da feuerst du raus, keine unnötigen Fahrmodis sind verbaut, keine unnötigen elektronischen Helferlines. Hier hast 2-Kanal ABS und fertig. Du hast halt auch nur ein klassisches LCD-Display. Dafür aber alle Informationen, die du brauchst, von einer vollständigen Tankanzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlanzeige oder Uhrzeit oder Motorwassertemperatur, ist hier alles drinnen. Also wirklich alles drin. Herrlich, gefällt, genügt. Das ist vielleicht optisch nicht das Schönste an dem Motorrad. Ich fand die analogen Display-Elemente schon schöner, aber allgemein nur aus einem Grund, weil halt einfach die Gesamtoptik dann doch eher retro ist und dann brauche ich nicht so ein LCD-Display für das Motorrad, meiner Meinung nach. Also der erste Eindruck vom Motor ist definitiv ziemlich gelungen. Man muss halt hier schon ein bisschen Drehzahl auch haben, damit es nach vorne feuert, aber wow, soundmäßig geil. In der Kompression muss man sagen, sie macht definitiv Lust auf mehr. Auch in 2023 ist das Konzept SV noch nicht am Ende, denn gerade dieser Motor mit diesem emotionalen Klang, der catcht wohl die meisten Motorradfahrer da draußen. Da können die mit ihren ganzen Rasenmähern einfach nach Hause gehen. Das ist nicht alles Schrott im Vergleich zu dem Sounddesign. Richtig stark, was Suzuki da macht. Zweiter Megapunkt für mich von der SV, von den ersten paar Metern, was ich jetzt mit ihr gefahren bin, die Geometrien hier auf ihr drauf, das Gefühl, das erste Wegfahrmoment, dieses Vertrauen, das ich in einem Motorrad erwarte mir, das hat sie auch und deswegen auch hier einen großen Pluspunkt, am Benefit. Der größte Nachteil, den ich aktuell bei den ersten Metern jetzt gemerkt habe, ist so ab 120 km/h, 130 km/h kommt nicht mehr viel, ist aber auch okay. Dafür ist unten ein ordentlicher Wumms da, der dich nach oben schleunigt und das funktioniert. Es hängt direkt am Gas und zaubert mir jedes Mal, wenn ich hier runterschalte,
ein Lächeln ins Gesicht. Und er merkt schon, zack, Spannung rauf. Ah, der Sound. Geil. Ansonsten muss ich aber sagen, kann ich jetzt nicht zu extremen Fahrmomenten oder Schräglagenfahren was sagen heute. Dafür war es einfach zu kalt und dafür waren die Bedingungen auch nicht gut genug. Da müssen wir noch ein bisschen euch in Geduld üben, aber dazu muss auf jeden Fall noch was folgen. Denn klar ist eins, ich suche noch immer das perfekte A2-Motorrad und hier hast du auf jeden Fall einen einzigartigen Motor mit einzigartigem Sounddesign und das ist halt doch ein riesengroßer Punkt, gerade weil die Leistung halt bei den A2-Motoren immer begrenzt ist. Auch bin ich gespannt auf eine GPS-Messung, die kommt bald noch nachgereicht. Ein kleiner Nachtrag, hier erstmal das riesengeile Aggregat Mörder V2 Super. Aber die Bremsanlage vorne, das ist nur eine 290mm Bremse und auch die Bremspumpe ist eher eine überschaubare Bremse. Also wenn du hier rein ankerst, das dauert einfach echt, bis es zum Stehen kommt. Das ist jetzt nicht super scharf, wenn man da vielleicht noch ein bisschen was tunen könnte mit anderen Bremspflegen und Co. Wird das auf jeden Fall mehr Spaß machen, aber die Bremse wäre da so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht auch gleich von der ersten Fahrt weg nehmen würde. Ansonsten die Linienführungen, all das, was hier drauf gebaut ist, ist ein echter Hingucker. Vielleicht noch einen LED-Scheinwerfer draufbauen, um es noch ein bisschen moderner zu gestalten. Aber ansonsten SV650. Interessantes Motorrad und Lust auf mehr. Der Weg zu eurem Glück könnte jetzt genau zu Ende sein. Suzuki SV650, ein legendäres Motorrad und auch in der Optik und in der Qualität legendär. Suzuki besticht ja durch Qualität und Langlebigkeit, dementsprechend ist auch der Motor ausgestattet. Ein super geiles Designelement hier, komplett offen, wenig Verkleidung, es ist hier fast keine Verkleidung und trotzdem aber auch nicht ein komplettes Kabelwirrwarr. Optisch richtig schick. Sturzpads sind hier drauf in der Klassik als Sonderausstattung und auch wichtig, ein anderer Sitz ist hier drauf. Die Sitzhöhe standardmäßig beträgt 785 mm und das Schöne ist, hinten steht Suzuki und es fällt einfach nur aus auf wegen Suzuki. Zwei Buchstaben sind gleich und hier hinten ist sozusagen noch das K drinnen. Das heißt, hier im Sitz steht sogar nochmal Suzuki drauf, auch wenn es nicht in Worten drauf steht. Bridgestone-Sticker ist auch wichtig, hier ist der AX41 drauf. Das ist das einzige Teil, das nicht von Suzuki stammt, der kommt eben von Bridgestone. Wenn ihr das Motorrad kauft, bekommt ihr den Standardreifensatz automatisch in der großen Schachtel dazu. Alle Originalteile, also die andere Sitzbank und alles drum und dran, ist dann auch noch da. Das heißt, ein niegelnagelneuer Reifen kannst du theoretisch weiterverkaufen oder die Sitzbank kannst du weiterverkaufen und kannst sozusagen auch noch ein bisschen Geld sparen, wenn du die Originalteile nicht mehr verbauen möchtest. Wenn man hier nach vorne schaut, ist noch der Standardauspuff drauf. Hier hat das Budget leider nicht gereicht, dass wir einen Sportauspuff oder einen anderen Auspuff drauf geben. Ja, dafür glitzert er ein bisschen und ist ein bisschen chromi. Das passt schon. Wenn wir dann nach vorne gehen, haben wir natürlich auch etwas anderes noch. Wir haben hier bei der Klasse noch LED-Blinker bekommen und auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, Tankbett mit SV-Schriftzug ist auch drauf. Von der Sitzposition sieht man sehr schön, ich mit meinen 1,80, 1,83 passt gut drauf. Ich sitze sehr neutral drauf auf dem Motorrad, leicht mit dem Oberkörper nach vorne, sehe die Bedienelemente, das ist alles in Ordnung, ist halt auch oldschool, wie das Motorrad an sich gebaut. Bremshebel einstellbar, Kupplungshebel nicht einstellbar, eine klassische Bountenzugkupplung. Und dann auch wichtig für euch vielleicht, warum die SV sowas Legendäres geworden ist und warum sehr viele Fahranfänger, Wiedereinsteiger und der Gebrauchtmarkt der SV immer noch sehr, sehr groß ist, ist erstens, alles ist ordentlich lackiert. Die Lackarbeiten, die Verarbeitung vom Motorrad ist richtig hochwertig und um den Lack noch langlebiger zu machen, hast du hier auch nochmal eine Tankschutzfolie drauf. Die stört auch nicht beim Knieschluss, ist aber einfach nochmal, um den Lack hier zu schützen und noch weniger Kratzer reinzubekommen. Auch vielleicht interessant für euch, passend zu meiner Hoodie-Farbe oder Pulli-Farbe ist das Motorrad heute ausgewählt. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Farbkombinationen und ihr selbst könnt entscheiden, welche Klasse ihr haben wollt, in welcher Farbkombination. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Und auch wichtig für euch, ihr müsst halt aus Österreich kommen bzw. das Motorrad in Österreich kaufen, weil nur die Österreicher bieten das Motorrad in der Form an. Falls es dich gerade reißt übrigens und du denkst so, wow, das will ich haben und hast noch keinen A-Führerschein, kein Problem, bei der Suzuki Roadshow wird die SV als A2-Bike dabei sein. Dementsprechend könnt ihr dort mit dem A2-Führerschein die SV-Probe fahren und könnt herausfinden, ob die SV der richtige Einstieg ist für euch.